So, ihr Lieben, Let's Fans, Türchen Nummer 7, eventuell das letzte für heute. Ich werde irgendwie nicht so ganz glücklich. Wir haben ja wieder eine super duper tolle Scherbe. Ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, hier haben wir wieder ein, wir haben ja, glaube ich, mal die Werkstatt, wo die Spielzeuge repariert werden. Hier ist eine Scheibe eingeschlagen. Und aha. Sieht ja fast so aus, als könnten wir heute vielleicht Scherben zusammenlegen. Wir gucken mal. Hier haben wir wieder ein geheimnisvolles Zeichen. Das hier ist wohl die Blechwerkstatt. Da schau an, die haben hier sogar niedliche Aufziehvögel hergestellt. Da gehe ich mal näher ran und sehe mir das Poster genau an, aber vorsichtig, auf dem Boden liegen Glasscherben. So, ich sehe mir mal hier das Poster an. Das seht ihr jetzt nicht. Aber ich glaube, ich baue das nach. Und ich glaube, die Punkte könnten eventuell andeuten, dass es unten sein muss, oder müssen die aneinander anliegen? Kann ich mir gut vorstellen. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran und versuch mal zu bauen. Vielleicht so, kann ich mir gut vorstellen. Dann, ich kann euch halt leider nicht alles zeigen. Ich glaube, hier müssen zwei angelegt werden. Vielleicht, nee, das muss. Hier muss es gerade werden. Ist natürlich dann blöd. Hier ist noch einer. Geht aber auch. Na doch. So. Und dann vielleicht. Nee. So. Und nein. Hätte aber schwören können. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Das ist es aber auch nicht. Das ist es auch nicht. Es muss schon schräg sein. Ne? Und das hier? Ne. Das muss schon das sein. Und wenn ich so... Nein. Das muss schon das sein. Also hier, damit ihr es nochmal seht, das versuche ich nachzubauen. Und ich denke, die Punkte bedeuten, dass man da etwas anlegen muss. Also hier geht es schräg. Hier brauche ich eine Gerade, zum Beispiel dadurch. Und dann brauchen wir hier eine Schräge, sagen wir mal so. Hier ist eine Gerade und dann habe ich es schon fast gelöst. So denke ich. Und dann muss das aber... Nee. Also fast. Ich habe es fast gelöst. So sieht es aus meiner Perspektive aus. Guck mal hier. So, es sieht aus wie ein Megafon. Oder? Schräg, gerade, schräg, gerade, schräg. Sieht aus wie ein Megafon. Was mich halt irritiert ist, dass die aneinander liegen, die aneinander liegen und die aneinander liegen, aber der und der nicht. Ich guck mal, ob ich das fixen kann. So, jetzt habe ich mein Megafon und ja, ich habe meine Megafonlösung. So.
So weit, so gut. Die habe ich. Es sieht aus, hier und hier sind Tatzen, dort und dort sind Tatzen, das ist der Schwanz. Sieht aus wie ein Bär, finde ich. Ich gucke gerade auf Was steht hier drauf auf unserer Zelle? Das hier ist wohl die Blechwerkstatt. Da schau an, die haben hier sogar niedliche Aufziehvögel. Da gehe ich mal näher ran und sehe mir das Poster genauer an. Aber vorsichtig, auf dem Boden liegen Glasscherben. So ist es gebaut. Ich möchte das mal aufkleben, damit das hier ein bisschen transportabler wird. Und dann versuchen wir mal gemeinsam das, ich sag mal, Problem zu lösen. So, jetzt hole ich euch mal ran. Also, das ist quasi, was ist denn los, Mülli? Das ist quasi das Megafon, was wir gebaut haben. Aber wenn man es so hin tut, sieht es aus wie eine Katze. Ich dachte tatsächlich, das ist ein tanzender Bär, aber das ist eine Katze, oder? Ich denke, das ist eine Katze. Ist halt nur die Frage. Die ich jetzt habe, das hier sind zwei Katzen. Davon sieht keine so aus. Also einfach inhaltlich. Ich meine inhaltlich. Wisst ihr wie? Also ja, ich glaube, das ist eine Katze. Eine laufende Katze. Heißt es, ich muss das Ding mit zwei sitzenden Katzen aufmachen. Ich mache das jetzt einfach. Weil was anderes finde ich nicht. So. Tag 7. Da, 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 da. Wir haben mal wieder ein Rätsel gelöst. Und zwar ohne Hilfe. Ich bin ja zu Tode begeistert. Bis morgen. Tschüss.